Wie lässt sich Psychologie erklären? Wie macht man jemandem, der sich für Psychologie interessiert, verständlich, was ein Psychologe tut? Fast jeder hat eine Vorstellung, was Psychologie ist. Viele denken zuerst an Psychiatrie, an Sigmund Freud, Patientencouch und Gesprächstherapie. Oder an Verhöre durch Kriminalpsychologen. Erkennen, ob es sich bei einer Verdächtigen um eine Psychopathin handelt. Ihre Mimik, Gestik, ihre Reaktionen auf die Fragen beobachten, verbales und nonverbales Verhalten registrieren. Was glauben Menschen, wie Psychologen arbeiten? Als Berater oder Coach, zum Beispiel wenn Paare Schwierigkeiten in ihrem Zusammenleben haben, dem einen helfen, den jeweils anderen zu verstehen und Lösungsvorschläge anzubieten. Das ist auch schon richtig, aber vielleicht ist es einfacher, wenn ich erläutere, wie wir Psychologie an der Hochschule Fresenius vermitteln. Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Dieses gilt es zu erklären und zu beschreiben und daraus Voraussagen abzuleiten, aber auch Verhalten zu verändern. Wir setzen das in unserem Studiengang Angewandte Psychologie um. Bei uns lernen Studierende in Rollenspielen und Übungen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und es gegebenenfalls anzupassen und zu verändern. Psychologie heißt Kommunikation und Interaktion, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Bei uns lernen Studierende frühzeitig, sich professionell und empathisch zu verhalten. Studierende müssen die Werkzeuge der Psychologie kennen und diese anwenden können. Darum arbeiten wir mit modernen Methoden und üben von Anfang an den Umgang mit Statistikprogrammen. Psychologie ist eine Naturwissenschaft, das heißt, wir forschen an und mit Menschen. Es ist daher wichtig, dass Studierende lernen, Forschungsmethoden wie Experimente so durchzuführen, dass Menschen sich gut aufgehoben fühlen, damit wir das Erleben und Verhalten erfassen können, das für uns von Interesse ist, wie zum Beispiel bei der Arbeit mit Kindern. Der Gegenstand der Psychologie sind Verhalten, Erleben und Bewusstsein des Menschen, deren Entwicklung über die Lebensspanne und deren innere, im Individuum angesiedelte und äußere, in der Umwelt lokalisierte Bedingungen und Ursachen.